Einfach mal sagen, wir reden hier eh über unsere eigene Freude, über unsere Freiheit durch Selbstermächtigung. Ich bin hier mit der Jacqueline Schuler, eine wunderbare Mentorin, auch im neuen Programm, die Frau, die alles hat. Und wir unterhalten uns zwischen Schweiz bin ich und die Jacqueline ist in der Dominikanischen Republik. Wie cool ist das denn? So viel Freiheit. Ja, unser Thema, oder? Selbstermächtigung. Genau. Du hast ja auch jetzt dieses Divine Creation Mastermind mitgemacht. Und ja, ich habe dich vorher gefragt, was war das Geilste für dich? Frag dich jetzt nochmal, was war das Geilste für dich? Das Geiste für mich ist, wenn ich spüre, dass wirklich alles von mir auskommt. Wenn ich Tools habe, die mir die Möglichkeiten geben, nicht mehr im Außen Hilfe zu suchen, sondern im Innern. Also ich kann durch die Kontrolle meiner Gedanken, was sie mir den ganzen Tag da einblabbern, kann ich alles für mich nutzen und kehren, also transformieren und ja, nur zu meinem Besten kreieren in diesem Moment, oder? Und ich glaube, dass das Wichtigste ist auch, dass man vielleicht zuerst mal, je nachdem man in einer Situation ist, dass diese Situation mal überhaupt annimmt, oder? Damit man weitergehen kann, weil sobald man im Kampf ist, da machst du dir alle Möglichkeiten zu weiterzugehen, oder? Und die Annahme, was ist? Das gibt wieder Schwung. Also da kommt einfach wieder Bewegung rein, oder? Das ist auch so ein wichtiges Wort, oder? Das Annahme, akzeptieren einfach, ja. Das heißt, also, weil das Wort Annahme ist ja auch zum Teil ein bisschen kompliziert, ja. Ich sagte, ich muss es gut finden. Das heißt ja Annahme überhaupt nicht, oder? Sondern, also, wenn man mir sagt, jetzt nimm das an, dann kommt bei mir halt automatisch so, das will ich nicht, das ist scheiße, ich will das nicht. Also eigentlich, ich muss mich annehmen, ich muss es einfach mal sagen, jetzt ist es halt so, macht ja nichts, ich kann es ja verändern. Genau. Und ich So finde, ist. das ist schon ein ganz anderer Mindset als der, sag ich mal, dieser klassische spirituelle Mindset, der dir einfach sagt, ja, du musst jetzt annehmen. Komm Ja, damit in ich kann es ja eh nicht ändern, oder? Die Situation ist, wie sie ist. Also du kannst diesen jetzigen Moment nicht ändern, aber du Ja, kannst die Zukunft genau. ändern. Jedenfalls. Aber das, was vorbei ist, kann ich nicht ändern. Das ist, wie es ist, oder? Ich kann nur schauen, dass es in Zukunft anders wird. Und wenn ich das annehme, was ist, egal, sei es Krankheit, sei es ein Trauma, sei es, es gibt viele verschiedene Dinge, oder? Wenn man das sieht, okay, das ist die Situation, es ist, wie es ist, was kann ich machen? Was kann ich machen, um weiterzugehen? Das ist ja die Annahme. Das bringt Bewegung, weil da hast du wieder den Überblick um den nächsten Schritt zu tun. Also das ist auf jeden Fall wichtig, aber es ist eben auch wichtig zu wissen, dass es eben nicht bedeutet, ich will mehr davon, wenn ich es jetzt annehme. Ich will mehr davon oder es kommt mehr davon. Ja, das sind ja so ein bisschen diese Gesetz der Anziehungsfehlinterpretationen, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich das jetzt bei mir habe, dann wird es automatisch mehr und mehr und größer. Nee, daraus kommt ja dann eben der, wie will ich es denn haben? Und dann Das ist muss. die wichtigste Frage, dass ich mir eben, dass ich genau weiß, ich kann annehmen, was ist. Es ist völlig wurscht, was gerade ist. Die jetzige Situation bedeutet nichts für meine Zukunft. Nichts. Null. Null. Ist völlig egal. Ich kann es absolut angstfrei, kann ich tatsächlich in diesen Zustand gehen, der Annahme, der aber eben keine Konsequenzen hat in die Richtung, die ich nicht will, wenn ich nicht davon ausgehe. Das ist eben diese andere Annahme. Ja. Es,
Es ist natürlich zwinglich, dass du dich dann damit auseinandersetzt. Das will ich denn überhaupt? Wie möchte ich es gerne haben? Und nur schon das gibt eine schöne Energie oder setzt Energie frei. Weil du musst dich dann mit dir auseinandersetzen. Was will ich denn überhaupt? Weil das ist auch so eine Frage. Was will ich denn überhaupt? Viele Menschen wissen gar nicht, was sie überhaupt wollen. Oder sie erlauben sich nur, so ein kleines Minzi-Mäuschen zu wollen von dem, was sie eigentlich wirklich wollen. Genau. Und dann den Fokus darauf zu legen, was will ich? Und dann genau Schritt für Schritt immer weiter dahin zu gehen. Und das, auch wenn es hier wieder mal sagt, der erzählt einem immer vielen den ganzen Tag. Und genau dann zu sagen, stopp, nein, ich gehe genau dahin, wie ich es haben will. Und so ermächtigt man sich selber, oder? Indem man, dass man seine Gedanken kontrolliert und transformiert in das, was man haben will. Und nicht mehr das ins Drama und in sagen wir, in die Krankheit oder was auch immer, oder? Und das ist natürlich schwer, oder? Wenn man sich jetzt halt im Moment gerade so ausgeliefert fühlt. Ja. Und da geht es halt wirklich darum zu wissen, was ist das für ein Gefühl, wo kommt es her und was hat es für eine Bedeutung? Und was hat es für eine Bedeutung? Genau, die Bedeutung, die ich auswähle, der Situation oder der Person oder auch dem Wort oder dem Satz zu geben. Das ist nur ich. Genau, und durch die Kontrolle, was du denkst, kannst du ja allem eine schöne Bedeutung geben, eine gute, eine positive Bedeutung. Und das muss trainiert werden und trainieren. Das ist wirklich wie Bodybuilding oder Marathon, oder? Ist ein Marathon. Irgendwo durch ist es ein Marathon. Aber es ist cool. Es ist die Befreiung. Es ist die Freiheit im Sein. Ja. Also, so würde ich es mal bezeichnen. Ich finde das eine ganz gute Bezeichnung. Und es ist ja, diese Freiheit ist ja eigentlich so einfach zu erlangen. Nichtsdestotrotz muss man ja halt immer wieder diesen sogenannten Schweinehund überwinden. Ja. Bei uns im Mastermind heißt es jetzt Schweinekuh oder Kuh. Ja, und das braucht, ja, da muss man sehr achtsam sein, damit man das merkt, wenn der wieder irgendwie, ja, der kann ganz schön hinterlistig sein. Gell? Absolut, absolut. Aber auch tatsächlich diese Freiheit zu haben, egal welche Situation, egal in welcher Situation, in Bezug auf was auch immer ich mich gerade befinde, es muss nicht so bleiben. Es kann komplett zum Gegenteil gemacht werden. Ja. Und du kannst dich jeden Tag wieder neu entscheiden. Jeden Moment, jede 5 Sekunden, wenn es halt, wenn du wieder einen Rückschlag hast oder merkst, oh, oder? Dann, ja, wenn du es merkst, ich kann mich wieder neu entscheiden. Also steht mir ja frei. Das ist ja das Schöne daran. Eben, und dann geht auch jede Schuld weg, ja? Komplett jede Schuld. Oder jeder Selbstvorwurf oder jeder alles, was einen klein macht und alles, was einen mickrig macht. Wenn ich weiß, ja gut, jetzt habe ich halt eine falsche Entscheidung getroffen, verändere ich sie halt gerade wieder. Genau. Macht ja nichts. Ist nichts passiert. Es ist nur die Beurteilung, die wir wieder drin reinhängen, oder? Oder rein dranhängen. Genau. Und das ist halt dieses Normale, das Automatische, was wir lernen, ist ja immer versuchen, den Fehlern oder der Ursache auf den Grund zu gehen. Mhm. Damit kann man ganz schön viel Zeit verdummen, oder? Absolut. Das ist wirklich so. Ja, es geht immer mit der Frage, wie will ich es haben, oder? Immer wieder neu. Jeden Moment. Da kommst du immer wieder raus, ja? Ja. Und wenn du auch, wenn man halt anfängt und versucht, ja, warum, ja, dann ist die Antwort ist eigentlich immer die gleiche, weil
du es dir vorgestellt hast, weil du damit in Resonanz warst, weil du es befürchtet hast, weil du davon ausgegangen bist. Es ist immer die gleiche Antwort. Genau. Viel mehr muss ich gar nicht wissen. Mhm. Ich war nicht zu dumm, ich war nicht zu blöd, ich war nicht zu langsam, ich war nicht zu schnell, ich war nicht zu voreilig. Nein. Ich hatte einfach einen falschen oder einen Fokus auf etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Genau. Das haben ja viele Menschen. Also ja, das ist ja üblich, oder? Was wir nicht wollen, das wissen wir genau, oder? Aber was wollen wir denn? Was wollen wir von uns denken? Wer wollen wir sein? Also das ist eine wichtige Frage. Wer will ich überhaupt sein? Und dazu muss ich natürlich zuerst mal für mich ganz tief und fest klären, dass ich alles bin und sein darf. Alles. Genau. Ja. Deswegen auch der Titel des neuen Masterminds, die Frau, die alles hat. Die Frau, die alles sein darf, die kann auch alles haben. Auf jeden Fall. Weil zwischen sein und haben ist ja eigentlich auch kein Unterschied, oder? Nee. Nee? Und ich kann das also nur empfehlen. Für jeden. Diese Freiheit zu erlangen, oder? Einfach nur diese Freiheit zu erlangen. Es erleichtert, es macht alles so leicht, oder? Es ist einfach schön, oder? Du kannst alles aus dir heraus schaffen. Du brauchst kein Werkzeug, du wissen, wie es geht, aber du brauchst nichts eigentlich. Und du kannst es überall und immer wieder anwenden. Das ist doch schön. Also, und du brauchst nicht mal viel Zeit. Genau. Was? Das ist so. Und auch wenn du nicht meditierst und wenn du nicht ins Yoga gehst und wenn du keine Duftöle brauchst und wenn du deine Kristalle nicht reinigst, ja. Geht's ja, das? Es geht. Du brauchst nur Achtsamkeit im Prinzip, oder? Achtsamkeit und dann eine Richtung. Eine Richtung. Ja, eben, wo will ich hin? Wer will ich sein? Genau. Was will ich haben? Ist auch noch eine große Frage, oder? Was will ich haben? Und wer bin ich, wenn ich es habe? Und wer bin ich, wenn ich es habe? Genau. Und das Ganze von der Zukunft ins Jetzt. Ins Jetzt zu bringen. Genau. Jeden Moment. Mhm. Jeden Moment. Ja. Jeden Moment, das ist einfach der Zauber. Die Zukunft ins Jetzt zu bringen und sie jeden Moment in der Entfaltung zu beobachten. Genau. Auch wenn ich es nicht sehe. Genau. Ja? Wie eine Pflanze, oder? Ja, hast du einmal einen Samen gesetzt, musst du halt schauen, dass dieser Samen sich entwickelt, dass er wächst und wächst und wächst. Und so ist das mit dir selber auch. Irgendwann mal siehst du die Knospe, wie sie rauskommt aus dem, genau, aus dem Boden. Aber ja, es gibt eine Zeit lang, da siehst du nichts. Ja. Nichts siehst du. Ja, du musst dann. Wenn du dann aufhörst, diese Pflanze zu gießen, dann wirst du nie eine Knospe sehen oder nie sehen, wie die raussprießt. Das ist eigentlich logisch. Ja. Das ist ja Schöpfung alles, so geht. Ja. Mit allem so, oder? Du kannst das auf alles eigentlich beziehen. So. Das ist, finde ich, noch eine schöne Metapher. Ja, ist eine wunderbare Metapher. Aber dann ist nämlich die nächste Frage, was mache ich aus alter Gewohnheit, aus altem Gelernten immer falsch, dass diese Pflanze sich nie zeigt, die ich haben möchte? Was mache ich falsch? Was sind die Klassiker, was wir einfach immer wieder uns erwischen müssen, das nicht zu tun? Sondern ein paar Tipps zum Abschluss noch. Ja, da musst du dranbleiben, wenn du merkst, dass du musst nach vorne gehen, du musst dich aufmachen, du musst dich zeigen, auch wenn es braucht Mut, klar, aber ich glaube, genau da, du musst deine Angst überwinden und sagen, es kann mir nichts passieren. Was kann dir passieren? Nichts. Und wenn du durch die Angst durchgehst, allgemein, ich glaube, genau hinter dieser Angst steckt
das Wahre für dich, also egal was es ist. Ich meine, jeder hat vor irgendetwas Angst. Bei mir war es die Angst, mich zu zeigen. Und ich merke schon, je länger, je mehr ich mich zeige, umso so einfacher wird es. Und die Angst, genau diese Blockade zu aufzumachen und sagen, okay, ich kann ja gar nichts falsch machen. Was kann mir passieren? Also nichts, oder? Und vor allem, du kannst gar nicht falsch sein. Genau. Das ist auch eine ganz wichtige Überzeugung, die halt so tief in uns reinwachsen darf, dass egal was ist, dass da nichts falsch ist. Genau, wir sind genau richtig, wie wir sind. Und alle. Und das kann man eigentlich so als Abschluss auch noch mal kurz in dieses Video reinwerfen und sagen, wenn du das Gefühl hast, irgendwas an dir darf nicht gesehen werden, respektive, du darfst dich nicht zeigen, dann ist es eigentlich genau, bist es du, Frau, auch Mann. Wir wollen die Männer nicht auslassen, aber wir haben uns jetzt halt gerade mal verschwestert in dem Moment, aber es gilt für die Männer ganz genauso. Genau. Aber wenn Frau jetzt merkt, dass sie sich nicht zeigen will, dann ist es genau die Frau, die wir gerade ansprechen, oder? Die in dieses Mastermind kommen darf. Auf jeden Fall. Zeig dich. Dann zeig dich. Dann steht ja die Welt offen. Aber es geht eben nicht, da ist ja oft immer, ja, ich muss ja nicht Videos machen und so weiter und so fort. Es geht darum, zeig dich, wo überall du auftauchst. Sei präsent, sei da. Ich stehe ein für dich als Individuum und gebe raus, was du zu bringen hast. Also es ist ja wichtig, dass wir unsere Message in die Welt bringen. Der Liebe. Und alle, die unglücklich sind. Wenn du dich selber annimmst, gibst du jenem anderen wieder die Möglichkeit, sich selber auch anzunehmen und zu zeigen. Und ich weiß, dass Unglück oder dieses ganze Verzweifelte und so weiter, das kommt ganz viel davon, dass man so viel Liebe geben will, ja? Dass man so lieben möchte. Und dann aber dennoch gleichzeitig das Gefühl hat, das sei falsch oder das sei zu viel oder sei auf eine falsche Art und Weise. Das ist eine der größten Lügen, die wir uns immer erzählen, dass es daran liegt, dass Liebe geben oder lieben zu wollen und so weiter und so fort nicht erwidert wird. Total. Das ist so eine Fehleinstellung in unserem kleinen Köpfchen. Es liegt eben nicht daran, dass es falsch sein kann, zu lieben und zu wollen, aber es liegt eben daran, dass wir immer versuchen, aus dem Mangel heraus zu lieben, zu wollen und geben zu wollen und dann immer wieder gucken, kommt es zurück? Habe ich es richtig gemacht? Oh nein, es kommt nicht zurück. Oh, dann gebe ich lieber nicht so viel Liebe. Ja, da hast du recht. Und ich glaube, da ist wieder das Problem der Selbstliebe, oder? Ja. Muss ich mich selber annehmen, so wie ich bin, und mich größer, also mich erheben, oder? Mich wirklich erheben, das ist ja die Selbstermächtigung auch, dass ich zu mir stehe, so wie ich da bin und weiß, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und wenn ich weiß, ich bin richtig, wie ich bin, dann kann ich auch unbegrenzt lieben und unbegrenzt Liebe empfangen. Ja, das ist so schön. Darum sind wir ja hier, gell? Aber wir trennen uns immer wieder von diesem Bedürfnis, weil wir es falsch anfangen. Ja. Wir fangen es falsch an, weil es uns keiner gesagt hat, wie es richtig geht. Wären wir als Kind schon irgendwie, hätte man uns immer gesagt, wie wundervoll wir sind, was für fantastische Wesen und dass wir alles erreichen können und. Stellt euch vor, was da
Ja, da müssen wir das nicht mehr machen, diese Erhebung. Dann wären wir schon von klein auf so, oder? Ja, und dazu bräuchten wir halt auch ein System, das so tickert. Und ein System, wo Leute drin sind, die das wissen und verstehen und weitergeben können. Und ich sehe uns jetzt hier als der Anfang von so einem neuen System, von so einem neuen Zusammenleben, von einem neuen Sichtweisen, die implementiert werden. Und je mehr Menschen das erfahren und weitertragen und vorleben, es muss ja nicht jeder Coach sein, aber jeder kann es eben in sein Leben und in das, was ihn betrifft und erfüllt, einbauen. Auf jeden Fall, wenn er sich verändert, verändert er sein ganzes Umfeld und so wird das immer weitergehen. Und das ist ja das Schöne, oder? Das ist unendlich. Das kommt was ins Rollen und es wird immer schöner und schöner. Und das ist ja jetzt die Zeit dafür. Ganz genau. Und wenn du jetzt kurz zum Abschluss noch sagen kannst, was hat sich jetzt für dich, also wo du einfach so happy bist, dass das jetzt so ist, wie es neu ist. Was ist es für dich, wenn du morgens aufstehst oder was ist es für dich, wo du sagst, wow, das habe ich mir jetzt kreiert in mein Leben. Ich bin so dankbar, dass ich das getan habe für mich. Ich glaube, für mich war das Wichtigste, meine inneren Kämpfe zu überwinden. Also so die, ja, einfach ein ruhiges bei mir sein. Also ich muss nicht, wenn irgendjemand etwas macht, wieder so oder so. Ich halt so. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, einfach deinen Frieden und deine innere Harmonie gefunden zu haben. Absolut. Ist einfach schön, oder? Ich kann auch, wenn mir jemand begegnet und wenn ich merke, es irgendwo zwickt ein bisschen, das ist ja schön, dann kann ich sagen, ich bin super, du bist super. Und dann habe ich die Verbindung schon wieder hergestellt. Ich bin ein göttliches Wesen, du bist ein göttliches Wesen. Und das verändert sich die ganze Energie und alles ist okay. Also ich bin einfach in der Macht, alles zu verändern. Und das ist ja für mich im Moment mal so das Friedlichste. Weil ich bin ja natürlich auch hier in der Dominikanischen. Also ich habe auch mal ein bisschen Ferien, gell? Und Na, du hast dir es ja alles schon wunderbar eingerichtet gehabt im Außen, ja? Aber dennoch bist du ins Mastermind gekommen, weil du eben gewusst hast, irgendwas fehlt da. Da kann ich im Außen, kann ich so viel Tolles managen für mich. Ja? Du hast dich ja schon komplett befreit mit deinem Leben, auch dein Mann und alles eigentlich Paradies. Mhm. Aber wenn das Herz nicht im Einklang ist, absolut. Dann hat man einfach immer das Gefühl, ja, was muss ich jetzt noch machen? Was braucht es jetzt noch? Aber es braucht eben da draußen nichts. Nee, es passt. Und das andere kommt von selber, oder? Das sind dann die Wünsche, die man sich quasi noch erfüllen. Also es ist auch eine Message an die, die einfach sagen, ja, ich habe ein tolles Haus, ich habe ein tolles Leben, ich muss nicht zu viel arbeiten, ist ja alles ganz gemütlich. Aber wenn du trotzdem merkst, aber irgendwas fehlt dennoch, dann ist es das. Dann ist es das Innere kennenzulernen und zu wissen, was da drin ist und wie ich damit arbeite. Wer da ist, ja, wer in dieser Hülle drin ist, wer und warum ist da jemand? Hallo, ist da jemand? Wenn du das gefunden hast, dann kannst du... Also, dann hast du das Innere gefunden, oder? Dann brauchst du nicht mehr im Außen zu suchen, im Prinzip. Ich meine, es ist schön, alles zu haben, auf jeden Fall, kein Thema. Aber wenn es dich leer, wenn du dich trotzdem leer fühlst, wenn du alles hast, dann ist es Zeit für dich, den Weg zu gehen. So ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Jacqueline. Vielen Dank für alle, die zugehört haben, die sich von uns inspirieren lassen. Und wer noch Infos braucht über das Programm, die Frau, die alles hat, auf mywellfeeling.com oder E-Mail schreiben, Nachricht schreiben. Guten Preis, super Preis gibt es noch bis zum 15. März. Es ist eigentlich geschenkt.
Es ist eigentlich geschenkt. Es ist ein, sag ich mal, Einsteiger, Türöffner, Transformationspreis in diesen Zeiten. Und ich würde zuschlagen. Ich hätte es mir gewünscht, wenn das so ein Programm für mich mal gegeben hätte. Du, sei es dir wert, das kann ich da nur sagen. Sei es dir wert, weil es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke dir, danke euch allen und wir winken mal und verabschieden uns. Tschüss.